Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen, ein neues Kapitel im großen Buch der Weltgeschichte. Und ihr seid hier dabei im Let's Play zu Warlock Master of the Arcane, zum Hexenmeister, Herrn der Geheimnisse. Darüber geht es jetzt und damit ist natürlich in erster Linie ich gemeint, Writing Bull, der Hexenmeister, über dessen Taten zuletzt sicher viel gemunkelt worden ist in allen Ecken und Enden dieser Spielwelt hier, denn ein märchenhafter Aufstieg hat sich ereignet. Ganz, ganz klein hatte ich angefangen. Viele, viele Folgen lag es her. Da habe ich von meiner Hauptstadt Magierpalast aus bin ich aufgebrochen, losgezogen, um diese Welt zu unterwerfen. Habe viele, viele Städte gegründet im Osten, im Westen. Habe angegriffen den Drachenmagier. Habe seine Hauptstadt hier erobert. Drachenfall habe ich sie dann benannt, um ihn auch im Nachhinein noch ein wenig zu demütigen. Bin dann Richtung Südwesten weitergezogen zu meinem Erzfeind Solitor Vega hin und jetzt stehen wir hier vor den Mauern seiner Hauptstadt und vom Sturm auf diese Hauptstadt Malbrand, davon wird dieses neue Kapitel hier im Buch der Weltgeschichte verkünden. Eine Geschichte, die aber in der letzten Folge erstmal ein wenig ambivalent verlief. Ich fühlte mich schon haushoch überlegen mit all diesen unglaublich vielen Truppen, die ich hier aufmarschiert habe. Und dann setzte aber leider Solitor Vega einen furchtbaren Flächenzauber ein. Einen Feuersturm hat einen Werwolf, einen teuren, edlen Werwolf von mir, eine kampfstarke, sündteure Einheit gekillt und viele meiner Truppen verwundet. Ich schau mal nach im Diplomatiefenster, was Solitor Vega als nächstes vorhat, was er zaubern möchte. Segen der Sonne entmacht tatsächlich einen Bilderzauber, will die Nahrungsmittelproduktion einer Stadt steigern, dass der an sowas denkt in Kriegszeiten. Das mag aber jetzt ein taktischer Fehler sein, der sogenannten künstlichen Intelligenz, die in seinem Hundskopfschädel haust. Das ist ein Schnitzer, den ich wohl ausnutzen sollte. Ein Zuschauer auf YouTube hat mir geraten, ich möge doch erst einmal meine 7 Sachen packen und einen Umweg machen und hier eine Kurve schlagen, gegen dem Uhrzeigersinn wieder quer durch mein Reich hier nach Regenrad und die Stadt zuerst erobern und dann Malbrand einkesseln. Klar, könnte ich machen. Der feige Weg, der steht mir natürlich offen, aber ich habe beschlossen, lieber Ruhm und Ehre auf meine Schultern zu häufen und meine Truppen in den sicheren Tod, in Ruhm und Ehre zu hetzen natürlich und in kleinere Verluste, die sie erleiden lassen, wenn sie Malbrand erstürmen werden. Da müssen die Herrschaften einfach durch. Denn auch sie wollen ja ein kleines Zipfelchen von dem Ruhm erhaschen, den ich schließlich ernten werde. Okay, so viel genug der dramatischen Vorrede. Jetzt gilt es natürlich auch zu handeln. Was mich natürlich stört, ist erstmal hier dieser magische Turm, der hier steht, von Malbrand aus. Der Hauptstadt von Solitor Vega kann auch 3 Geländefelder weit geschossen werden. Eine Einheit steht dort. Es handelt sich um einen Schamanen, der nicht allzu kampfstark ist, da ich habe viele, viele Truppen. Da sollte doch etwas möglich sein. Zuerst einmal gilt es natürlich, diesen magischen Turm hier außer Gefecht zu setzen. Wie sieht das mit diesem edlen Werwolf an? Wie viel wird der davon killen? Schon sehr, sehr viel. Aber ist das nötig? Nicht unbedingt. Ich ziehe mal, wie weit kann ich hier Richtung Süden ziehen mit meinem Waldläufer, mit dieser Fernkampfeinheit? Pestdorf kann nur 2 Geländefelder aus weit schießen. Das heißt, wenn ich hier hinziehe beispielsweise, ja, das kann ich machen. Ich ziehe mal hier hin, dabei betreibe ich auch etwas Geländeaufklärung. Ah, hier ist doch dieses Fort. Okay, ziehe ich nochmal eins nach oben und greife jetzt von hier aus den magischen Turm an. Der verliert 12 Lebenspunkte, hat noch 24. Habe ich hier noch einen Beschuss, der möglich wäre. Hier ist ein weiterer Waldläufer. Den kann ich beispielsweise... Der ist nur mäßig angeschlagen. Hier entziehen, genau. Und dann von hier aus nochmal angreifen. Ja, jetzt hat der magische Turm nur noch 13 Lebenspunkte. Dieser Veteran, den wollte ich in Schlangentor postieren, wenn ich mich richtig erinnere. Da kann die Halsabschneiderin hier also durchaus rausziehen. Wäre aber ein bisschen schade, denn mich glaube ich lieber für den finalen Angriff auf den Turm eine Einer, die weiter hinten postiert ist. Sehe aber gerade keine, die dafür in Frage
käme, da muss ich doch hier mit der Halsabschneiderin vorziehen und sollte jetzt eigentlich den magischen Turm hier schleifen können. Ja. Die jungen Damen stürmen vor und bringen den magischen Turm zum Einsturz. Das ist schon mal sehr, sehr erfreulich. Jetzt kann ich mit dem Veteran hier reinziehen nach Schlangentor. Könnt auch weiter vorziehen. Wie schnell ist dieser Veteran hier? Kommt der? Der kommt auch bis Schlangentor. Dann mache ich das mal. Dann kann ich nämlich mit dem hier etwas weiterziehen. Ah, der kommt auch nur bis... wohin käme der? Da wollen wir mal ein bisschen die Truppen erstmal an vorderster Front vorziehen. Hier ist ein edler Werwolf. Den ziehe ich mal hierhin vor. Noch etwas Gelände aufgedeckt. Wenn ich hierhin ziehe, kann mich Regenrad nicht angreifen. Hat noch zwei Punkte Wüstenhügel. Dann könnte ich aber Malbrand aus nicht angreifen. Oh, empfiehlt sich aber auch nicht. Empfiehlt sich ganz und gar nicht. Ziehe ich mal hier nur eins vor. Und Kessel im Malbrand. Aber die Geländeerkundung sieht doch schon mal so aus, als ob ich auf jeden Fall, als ob der nicht viele Einheiten in der Hinterhand hat. Ich kann ja nichts erkennen. Das heißt, ich werde auf jeden Fall einen Flächenzauber nicht brauchen. Der Feuersturm, da hätte ich auch gar nicht genug Mana-Punkte für. Ich nehme einen Schattenschlag, 24 tot, greife damit Malbrand an. Ja... Die Stadt hat noch 460 Lebenspunkte. Das wird ein Weilchen dauern. Hier habe ich... welche Einheiten kann ich nach vorne ziehen? So, jetzt kann ich mit dem Veteranen bis hierhin ziehen. Genau. Weiter aber nicht. Dann bleibt der da stehen. Der hier ist nur mäßig angeschlagen. Er hat doch fast genug Lebenspunkte. Das heißt, mit dem werde ich gleich durchaus... den kann ich ruhig in Reichweite bringen. Wohin? Ist, glaube ich, relativ fix. Hierhin? Genau, das ist mein einziger Ritter, den ich habe. Teure Einheit, kann noch feuern. Dann greift er von hier aus Malbrand an. Okay. Jedi dagegen, die sind wirklich sehr stark angeschlagen. Den Waldläufer, den befehle ich, er solle rasten und ein wenig ausheilen, dieser Halsabschneiderin. Oh, warum kann ich ihr das nicht empfehlen? Das weiß ich im Augenblick nicht. Kann ich ihm empfehlen zu rasten? Oh, er kann auch schleifen. Was ist da drunter? Ein Fort des Gegners, das sollte er natürlich schleifen. Klicke ich da mal gleich drauf. Sehr schön. Und hier diese Halsabschneiderin. Oh, was ist das hier? Der ist rausgezogen aus der Stadt hier, dieser Schamane. Das ist ja sehr erfreulich. Zieh ich mal, kann ich den angreifen? Mal gucken, was dann passiert. Ich zieh mal vor. Und... kann er sich nicht zur Wehr setzen? Doch, er kann sich zur Wehr setzen. Ja, mit einigen an Punkten. Wogegen ist er empfindlich? Kaum gegen Nahkampf, aber gegen Tod. Und gegen Fernkampf ist er empfindlich. Vielleicht sollte ich ihn erstmal schwächen durch einen Bogenschützen. Habe ich noch einen? Komisch, dass er aus der Stadt rausgezogen ist. Na, sieht so aus, als ob ich hier keinen Bogenschützen hätte in der Nähe. Na, leider nicht. Dann greife ich mal von hier aus an. Noch weiter flüchtet der. Was auch heißt, dass er gleich nicht nach Malbrand einziehen kann. Vielleicht flüchtet er nach Regenrad und er bleibt dort stehen, sucht den Nahkampf. Wer weiß. Jetzt kann ich mit der Halsabschneiderin auch tatsächlich den Rastenbefehl geben. Okay. Hier mache ich dasselbe. Rasten soll weitere Lebenspunkte bekommen. Und den Veteranen hier, den kann ich jetzt auch... Nee, den kann ich aber mal nicht weiter vorziehen. Welche Einheiten kann ich noch ziehen? Hier ist ein Veteran in Kalkaf. Soll da stehen bleiben. Als eiserne Reserve. Hier habe ich gleich drei Truppen.
Hier oben, ich hatte in der letzten Folge Frieden geschlossen mit Riak. Da brauche ich eigentlich nicht drei Truppen da oben. Da reichen, glaube ich, zwei, sich mal mit dem hier weiter Richtung Süden. Okay. Und hier ist jetzt noch ein Veteran in Gaunergossen. Der könnte vorziehen Richtung Regenrad, lasse ich aber sein. Ich ziehe den mal. Oder? Ich mach's mal lieber mit Bogenschützen. Ich habe doch so viele Bogenschützen. Ich ziehe den mal hierhin vor. Oh, hier ist einer drin, ein Goblin-Speerträger. Wollen wir mal schauen, was da passiert. Ich setze erstmal den Veteranen hier hin und bewachte auch den Bauplatz des magischen Turmes dort. Kann von Regenrad aus nicht angegriffen werden. Diese Halsabschneiderin, die kann sich noch bewegen. Kann ich die bis da oben ziehen zum Angriff auf den da? Na, kann ich nicht. Kann sie angreifen? Ja, lohnt sich aber kaum. Lass ich dann auch bleiben. Ich ziehe mal ein Feld vor. Oh, das war ein Fehler, aber immerhin habe ich meine Neugier befriedigt. Glopmarsch heißt hier eine weitere Stadt von Solitorvega. Hübscher Name? Nein, natürlich kein hübscher Name. Mit dieser Karavelle wollte ich ein wenig den Fog of War lüften. Hier in der Nähe von Elpirista, dem Ewigen, meinem Verbündeten. Ich entdecke hier tatsächlich eine weitere Stadt von ihm, Magierfurt. Hier den Veteranen, den hatte ich ja auf den östlichen Kontinent gebracht. Weil aber, ich glaube, ich brauche im Augenblick doch im Westen jede Truppe. Sie ist vielleicht etwas ulkig, aber ich ziehe gleich wieder zurück. Der kommt gleich wieder retour. Und hier kann ich noch... Der soll da... Tja, ach, ich ziehe mal wenigstens ein bisschen mit dem runter. Ja, vielleicht eine Hoffnungsfrohn hinein. Okay, jetzt kann ich den Zug beenden, ja. Und werde aber hier schon mal ein wenig vorzaubern. Ich habe ja noch ein wenig Zauberzeit übrig. Ah, den Schattenschlag kann ich nicht aktivieren. Das ist schade. Nein, das lohnt sich alles nicht. Dann werde ich einfach nur auf eine Runde weiterklicken. Riak zieht hin und her. Elpirista der Ewige, unser Verbündeter ebenfalls. Der hatte ja diverse Bestien angegriffen auf dem Nordkontinent. Da wurde dieser Pass jetzt wieder frei. Da muss ich vielleicht doch einen Soldaten wieder hinschicken. Elpirista greift für uns Solitorvega an. Dessen Hauptstadt habt ihr vielleicht gerade gesehen. Zieht jetzt seine vielen, vielen Schiffchen noch ein bisschen hin und her. Und jetzt ist Solitorvega dran und zaubert hier. Ach, das gibt's doch nicht. Er hat doch Feuersturm gewütet, oder? Er hatte doch einen ganz anderen Zauber eingestellt gehabt. Ah, Halsabschneiderin wurde getötet. Truppen werden verschoben. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Hier kann ich erstmal eine Karawolle, ein Kriegsschiff. Wie kommt denn das dahin? Ist hier ein Ach, hier ist ein Hafen. Der Hafen von Malbrand. Da wurde diese Karawelle erzeugt. Und die greift jetzt Gaunergossen an. Sehr befremdlich. Eine Einheit kann ich befördern. Das ist diese hier. Da wähle ich mal Bonus beim Angriff auf Ziele in der Stadt. Ich mache normalerweise Resistenzfernkampf. Aber der hat hier im Augenblick auch kaum Fernkampfeinheiten, nicht? Der hat wirklich kaum welche. Und er ist ja jetzt mein wichtigster Gegner. Also Stadtkämpfer. Bonus beim Angriff auf Ziele in der Stadt. Bauarbeiten sind abgeschlossen. Eine Gießerei fertiggestellt in Hoffnungsfrohn, denke ich, ne? Ja, genau. Da ist jetzt ein weiterer edler Werwolf entstanden. Kann jetzt wieder einen einstellen. Da ist der. Da ist der. Da ist der edle Werwolf. Prima. Bauarbeiten sind abgeschlossen. Ein magischer Turm in Schlangentor wurde gebaut. Kann aber ebenso wenig wie das vor einen Gegner angreifen. Warum? Ich weiß es nicht. Kann ich mir keinen Reim drauf machen.
befehlt die Einrichtung eines Gebäudes in Schlangentor. Ja. Aber habe ich überhaupt Bauplätze hier da unten? Bin im Augenblick wenig motiviert, noch einen dieser magischen Türme hinzustellen, wenn die eh nicht schießen können. Klar, ich könnte hier einen hinstellen, aber ich warte erstmal ab. Ich kann mir das im Augenblick gar nicht erklären, warum der nicht schießen kann. Und auch dieses Vor nicht. Keine Ahnung. Ja, und hier ist jetzt dieser edle Werwolf, steht mir jetzt zur Verfügung und kann Richtung Süden ziehen. Okay. Aber schauen wir uns jetzt doch hier die Lage rund um Malbrand an. Ich glaube, ich habe zwei Truppen, glaube ich, verloren. Hier eine Halsabschneiderin und hier, ich glaube, noch eine Halsabschneiderin. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Hier steht ein Schamane des Gegners. Hier steht noch ein Schamane. Da steht ein Goblin-Speerträger. Hier wird ein magischer Turm gebaut. Hier ist diese Karawolle. Mein Lichtblick, der befindet sich ganz im Osten. Hier, nämlich in Heiliges Feuer, wird in einer Runde der Dauros-Tempel fertig sein. Dann habe ich die Möglichkeit, Dauros-Paladine auszubilden, beziehungsweise Veteranen, die ich habe, zu solchen Paladinen aufzuleveln. Das wird natürlich, das wird gut sein. Also so eine Einheit wie der ja beispielsweise ein Dreier-Veteran. Hier haben wir sogar einen Vierer-Veteran. Kostet, glaube ich, na, wie viel? 300? 700 Gold? Das Aufleveln? Ziemlich viel. Das wäre vielleicht doch ein Grund, jetzt doch nicht diesen edlen Werwolf hier zu bauen. Die Rekrutierung breche ich mal ab, sondern lieber ein wenig Gold anzusparen für diese Paladine, weil die sind wirklich sehr, sehr mächtig. Aber was tun hier rund um Malbrand? Eine Folge lang habe ich jetzt versucht, hier doch anzugreifen und mit roher Gewalt hier durchzukommen, mit dem Kopf voran die Stadtmauern zu durchbrechen. Hat nicht so richtig geklappt, hat mich geschwächt, hat den Gegner gestärkt. Das heißt, vielleicht sollte ich in der nächsten Folge doch eine etwas vorsichtigere, aber dafür klügere und effizientere Taktik wählen. Was meint ihr? Ich denke schon. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.